Moin moin Leute, der Stunz ist hier und heute möchte ich dir vielleicht ein paar nützliche Tipps geben, die dir dabei helfen können, Verbindungsprobleme oder ähnliches bei deinem privaten Server zu beheben. Vielleicht kennst du es. Du meldest dich bei einem privaten Server an, downloadest die Version, registrierst dich auf der Seite und dann passiert Folgendes. Du startest dein World of Warcraft, möchtest dich anmelden, meldest dich auch mit den Seitendaten an und dann wird die Verbindung ewig lange aufgebaut, bis dann auf einmal ein Verbindungsproblem kommt. Das wird bei mir jetzt hier gleich kommen. Ja. Ne, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich lasse es jetzt erstmal auf. Ach, hier ist es. Die Verbindung konnte nicht aufgebaut werden. Bla 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 bla. Entschuldigung. Und da möchte ich jetzt vielleicht Abhilfe verschaffen. Zuerst solltet ihr euch im Klaren sein, dass die Version auf 3.3.5 sein muss. Und dahinter halt in Klammern 1.2.3.4.0 Release. Ist diese Version jetzt höher, habt ihr also eine höhere Version, dann müsst ihr World of Warcraft komplett neu installieren, denn dann habt ihr zu hoch gepatcht. Ist diese Version aber hier drunter, zum Beispiel 3.3.0, müsst ihr hochpatchen. Auf jeder Seite gibt es wahrscheinlich, also in meinem Fall jetzt privatewowserver.eu, ein Regeln- und FAQ-Forum und eine Guide, wie du das installieren kannst. In dieser Guide müsstest du auch alle Patches finden. Sprich, wäre deine Version jetzt auf 3.3.0, müsstest du ab diesem Patch anfangen. Jeder Patch muss installiert werden, bis du dann auf der Version 3.3.5a bist. Ich habe jetzt alles richtig, aber ich kann trotzdem nicht connecten. Das liegt dann meistens an der Realm-List. Trotz dieser Realm-List kann es sein, dass die Guide-Eintragung eine alte Realm-List hat. Deswegen solltest du auf deiner Seite dann im Forum gucken. Ich habe jetzt hier schon den richtigen Tweet, denn da gibt es nämlich Einträge von wegen Verbindungsprobleme, bla und blub. Und da müssten dann schon Leute gepostet haben, welche Realm-List man ändern kann. Die kopiert ihr euch dann einfach raus. Schließt euer WoW natürlich erstmal vorher. Geht dann Rechtsklick auf WoW, Dateipfad öffnen, data.de Realm-List. So, das ist jetzt die alte Realm-List. Bei euch wird es, wenn ihr am Anfang seid, alles vollstehen, alles löschen, sodass die Realm-List leer ist. Und nur die neueste Realm-List einfügen. Das Ganze speichern und schließen. So, dann könnt ihr WoW wieder ganz gewöhnlich starten. Bei mir kommt jetzt hier ein anderes Fenster, weil wenn es dann immer noch nicht geht, dann habe ich noch eine Möglichkeit für euch. Sofern ihr Windows 7 User seid. Und hier seht ihr, das hat jetzt alles wunderbar funktioniert. Das heißt, es liegt meistens an der Realm-List. So, World of Warcraft schließen. Sollte es trotz der neuen Realm-List immer noch nicht funktionieren. Rechtsklick auf World of Warcraft. Kompatibilität. Programm als Kompatibilitätsmodus ausführen für Windows XP Service Pack 3 und Programm als Administrator ausführen. Übernehmen und OK. Denn bei manchen Windows 7 PCs und Windows Vista tritt immer noch ein Fehler auf. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kleinen Video helfen. Viel Spaß beim Zocken und immer schön im Forum lesen.